Zuschauer, herzlich willkommen zu Art Dommage TV. Heute mit umgekehrten Positionen als das letzte Mal, als ich hier war, nämlich mit der lieben Angelika Dahlhaus, die ansonsten und auch heute Gastgeberin ist von Art Dommage TV. Und zwar stelle ich ihr heute die magischen 10 Fragen. Wie kommt es dazu? Ich muss gestehen, ich war neugierig und ich habe gesagt, Angelika, du interviewst so viele Menschen, wunderbare Persönlichkeiten. Es ist eine großartige Arbeit, die ihr hier tut. Und ich bin einfach neugierig und ich glaube nicht nur ich, sondern sicherlich einige Zuschauer hier, die mir zustimmen werden, ein bisschen was auch über dich zu erfahren. Und daher ist es mir ein großes Vergnügen und Freude, dir heute diese wunderbaren Fragen zu stellen. Wie geht es dir erstmal heute zum Anfang? Ganz ungewohnt in dieser Position. Ja, ich freue mich. Ich bin sonst nie aufgeregt vor Interviews, egal wer da sitzt. Ja. Das könnte sehr prominente Menschen sein. Ich wäre trotzdem ruhig. Ja. Aber heute war ich unruhig. Ja, das kann ich sehr gut. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel erzähle oder irgendwas, was mir hinterher leid tut. Also ich kann dir nur sagen und versichern, so wie ich dich kennengelernt habe, kannst du gar nicht so viel erzählen. Es ist immer sehr inspirierend und spannend, die Gespräche, die wir führen, das, was ihr hier bietet. Auf dieser schönen Plattform dieses Senders, dieses TV-Senders. Bist du bereit für die erste Frage? Ja. Okay, dann will ich beginnen mit Frage Nummer 1. Welche eindrucksvollen Erlebnisse hattest du als Kind, die wichtig und bedeutend waren für deinen Entwicklungsweg? Ja, ich habe vielleicht viele Jahrzehnte gebraucht, um das zu erkennen. Das hat lang gedauert. Aber heute sehe ich es klar. Ich bin ja hier in dieser wunderschönen Landschaft aufgewachsen. Also ich bin in Penzberg geboren. Und später, als ich 7 war oder 8 war, sind meine Eltern nach Starnberg umgezogen. Und ich habe da ganz in der Nähe des Almeida-Wegs meine Kindheit gehabt, bei den schönen großen Villen und auch in der Natur. Und meine Kindheit oder auch als ich dann schon in der Schule war, hat eigentlich mehr im Wald stattgefunden. Oh, wie schön. Ja, mit meiner Schwester meistens zusammen. Ja. Und wir sind manchmal stundenlang im Wald gewesen, haben da irgendwelche Mäuse oder tote Vögel begraben, hat einen kleinen Friedhof angelegt. Und haben eigentlich uns, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich eine Minute in meiner Kindheit gelangweilt hätte. Obwohl wir vielleicht einen einzigen Kasten mit Spielzeug hatten. Ganz wenig. Ja. Meine Mutter war da nicht verschwenderisch. Aber die Natur ist die schönste Umgebung, um groß zu werden, wie ich es deinen Worten entnehme, oder? Ja. Also für mich, das habe ich auch erst später erkannt, aber weil man später ja irgendwie ins Intellektuelle so hereingeht, war jede Blume ein Wesen. Also jede Glockenblume, jedes Blutströpfchen, ich habe die geliebt. Ich habe so eine Liebe wie zu Menschen oder vielleicht sogar noch mehr zu Blumen gehabt oder auch zu kleinen
was das Moos und alles war für mich so lebendig. Ich habe mich in dem Wald vollkommen geborgen gefühlt. Das ist, was einmal mehr bestätigt, dass Kinder Natur und Fantasie brauchen, um sich zu entfalten, ja, mehr als alles andere, oder? Ja. Ja, und auch die Schönheit, die darin liegt. Ja. Schön. Das schön. War das eine. Und dann hat man natürlich auch sich Eltern ausgesucht. Erkennt man manchmal auch erst nach Jahrzehnten. Bei mir hat das alles sehr lang gedauert, bis ich wirklich die vielen positiven Aspekte mehr sehen konnte, weil ich hatte es auch schwer in meinem Leben. Aber mein Vater, der war Musiker und hatte schon in den 60er Jahren eine eigene Band, hatte dann schon damals hieß es ja nicht Keyboard, sondern Hammond-Orgel. Ja, ja. Er war ein großer Max Greger-Fan, ne? Hat eine sehr gute Stimme gehabt, ja, und hat dann am Nockerberg und in großen Bällen und, ja, Festen und Hochzeiten ohne Ende da im Berg, da im Starnberger, ja, See, immer Engagements gehabt. Ja. Und hat da, also er war so eine richtige Löwennatur, ja, schon einfach auch das Charisma gehabt, dass er die Gesellschaften, also da durfte keiner mehr sitzen beim Tanzen. ja, er war so ein Mensch, wenn der in einen Raum reinkam, hat man geschaut. Ja. Also er war nicht so er war ein richtiger Revoluzzer auch und hat so immer so Bücher gelesen wie Der Zorn Gottes und war schon absolut gegen die Kirche und alles. Ja. Ja. Und meine Mutter, das war eine, die habe ich kein einziges Mal in meinem Leben vor dem Bildschirm gesehen, vom Fernseher. Mhm. Die hat nämlich den Abend in der Regel bis um 12, 1 Uhr vor irrsinnigen Schnitten gesessen. Also Schneider, sie war Schneiderin. Also sie hatte fünf verschiedene Berufe im Laufe ihres Lebens. Ja. Aber einer davon war eben auch Schneiderin. Ja. Und dann hat sie unglaublich viele Kleider immer genäht, war immer an der Nähmaschine. Aber ich denke, wir hatten auch keine einzige Decke, keinen Kopfkissenbezug, keine Vorhänge, nichts, was nicht von ihr gestaltet war. Also auch sehr kreativ in ihrer Weise. Ja, und gestickt und alles. Und ich glaube, sie wollte eigentlich Malerin werden, schon mit 17, war dann sehr, sehr schwer krank. Aber hat dann alle nach dem Krieg mit Kleidung versorgt. Sie hat dann aus alten Mänteln wieder neue gemacht. Mhm. Ja. Ja. Und sie war immer voller Ideen und sie war ein Mensch, die immer heraus wollte aus diesem kleinen Leben mit diesem Alltag. Wäsche koche. Ja. Ne? Ja. Also für sie war dann Kochen schon internationale Rezepte. Ja. Hat sie sich schon die Bücher besorgt. Ja. Und sie hat dafür gesorgt, dass wir viele Städte in Deutschland kennengelernt haben. Schön. War eigentlich immer darauf bedacht, dass wir mit Kulturen in Berührung kommen, was halt damals auch möglich war, das war nicht beschränkt. Ja. Aber heute bin ich da natürlich dankbar, dass ich da so viel gelernt habe. Ja. Also war schon auch ein Boden, denn manches von dem, was du erzählt hast, findet sich ja schon bei dir wieder. Deine wundervolle Kunst, die Malerei. Und das ist ja wirklich ein unglaublich umfassendes Bild, wenn Sie das hier sehen könnten. Die Galerie, die vielen unzähligen wunderbaren Gemälde von Angelika, das ist schon sehr beeindruckend, das ist Schaffen, was hier vorliegt. Danke. Ganz zu schweigen von dem spirituellen Hintergrund, deinem philosophischen Hintergrund, der Bildung, der Kultur, die Kultiviertheit. Also das merkt man schon, dass du da eine Prise mitbekommen haben musst. Und dein Vater wäre sicherlich glücklich und stolz, dich Klavier spielen zu hören. Er wäre sehr glücklich und manchmal erlebe ich ihn aus der geistigen Welt. Ja. Er ist schon mit 52 gestorben. Er wusste schon mit 30, dass er früh stirbt. Hat er uns dann auch so gesagt. Er war rigoros. Okay. Wie war das für dich? Wir haben ihm halt zum 33. Geburtstag vielleicht ein Geschenk gemacht und dann hat er irgendwie gesagt, ja, das geht eh nicht mehr so ganz lang. Okay. Also er war wirklich sehr klar und er hat auch keine Angst vorm Sterben gehabt, obwohl er absoluter Atheist war, also vollkommen. Er hat die katholische Kirche gehasst. Okay. Aus bestimmten Erlebnissen, was man verstehen kann, heraus. Nachvollziehbar, ja.
Und er war immer sehr kritisch, so mit der Politik und allem und Mords diskutiert. Und er war ein richtiger Bayer auch. Ja, Also er konnte sehr gut Hochdeutsch sprechen, aber er hat schon, schon war auch. schon, nein, ja. Ja, schön, das bringt die Erde mit. Ja, allerdings, ja. Darf ich zur zweiten Frage übergehen, liebe Angelika? Das ist Gerne. alles sehr inspirierend und schön, was du erzählst. Und das würde ich gerne vertiefen. Einen Teil haben wir schon angeschnitten damit, aber es wird sicherlich noch viel mehr dazu kommen. Welche Menschen oder auch welche Ereignisse und Erfahrungen haben dich in deinem frühen Erwachsenenalter wesentlich beeinflusst, geprägt oder oder auch gefördert? Ja, also einmal habe ich meine Schulzeit mit den Missionsbenediktinerinnen verbracht, hier in Tutzing, in Ja. einer wunderschönen Villa. Da habe ich eigentlich meine Schulzeit mehr träumend verbracht, indem ich mir immer die Segelboote draußen angeschaut habe, weil die konnte man aus dem Schulzimmer sehen. Das war dann interessanter. Ne? Nachvollziehbar. Und gut, aber irgendwie habe ich dann die Schule dann zu Ende bekommen und als ich dann halt mir beruflich, meine Mutter, was willst du mal werden? Ja, dann habe ich gedacht, also was ich toll fand, ist so, wenn Menschen sich gut ausdrücken können, dann dachte ich, ach, ich werde Buchhändlerin, dann kann ich da alle Bücher lesen. Das fand ich schon mal interessant. Dann dachte ich wieder, ach, irgendwas mit Blumen. Ja, genau, Blumen. Ich könnte ja Floristin werden oder so. Dann aber eigentlich möchte ich doch Künstlerin werden. Und dann hat meine Mutter gesagt, du, davon kannst du nicht leben. Ah, ich habe eine Idee, wäre technische Zeichnerin. Dann habe ich gedacht, so, dann gar nicht. Das ganz bestimmt nicht. Dann wollte ich unbedingt Abitur machen, damit ich in die Akademie reinkam, aber das hat sie überhaupt nicht unterstützt. Dann habe ich gedacht, ach, es gibt noch was Drittes und alles zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich will Menschen helfen. Ja. Und dann hat sie, habe ich dann geguckt, hat gesagt, da gibt es einen neuen Beruf, das ist Beschäftigungs- oder Ergotherapeutin. Da hast du alles. Du kannst den Menschen helfen, medizinisch, und du kannst auch kreativ sein. Also mit schönen, ja. Und dann habe ich mich da beworben und bin dann nach Berlin gegangen, in ein Internat, wo das so internatsmäßig war, weil ich war die Allerjüngste, ich war erst 17. Und dazu muss ich vielleicht, vorher hatte ich auch noch, also ich hatte schon, jetzt kommt mir das gerade, ein tolles Erlebnis. Viele wissen nicht, dass es hier in Starnberg eine Klinik gab, und zwar die Dr. Zimmermann Klinik. Und dieser Dr. Zimmermann, der war weltberühmt. Inzwischen ist er schon längst natürlich verstorben und der hat alle Stimmbänder gemacht, also von den großen Opernsängern, die da Probleme hatten, ja. Und bei dem habe ich Praktikum gemacht mit bereits 16,5, bin ich dahin und dann durfte ich bei ihm, der mochte mich wirklich irgendwie gern, bei den Operationen dabei sein und dann irgendwie was halten halt. Also das hat mir, dann fand ich das Medizinische schon auch interessant, ja. Spannend, spannend, spannend. Und ist bis heute ja eine Ja, Seite geblieben, die eben du immer Kunst noch und weiterführst. Medizin, ja. Und so ist es auch bei meinen Kindern verteilt. Die eine ist Schön, schön. Ärztin, die andere geht ins Künstlerische und die eine ist wiederum Ergotherapeutin. Wie viele Kinder hast du? Vier. Vier Kinder. Kannst du wirklich stolz sein? Ja, Vier bin ich auch. Ja, wunderbare nicht, Kinder. war nichts geplant, aber ist so gekommen. Ja, so Ich wollte ist ja frei sein, es. unabhängig, ständig reisen und keine Familie. Daraus sind dann vier Keine Kinder Kinder. geworden. Und ein schönes, Genau, buntes, kam bewegtes prinzipiell Leben. anders als geplant. Ja, schön. Ja, gut, dann Wunderbar. war ich in Berlin und dann habe ich halt die Ausbildung gemacht und ja, dann war ich auf dieser Fährte, aber nicht glücklich, weil ich dann irgendwie schon gemerkt habe, das ist ja doch nicht Kunst. Und dann hatte ich einen Patienten in der Psychiatrie, in den wir haben uns verliebt. Und er hat dann gesagt, du musst Kunst machen, du. Also so jemand wie du musst richtig Kunst machen. Dann hat er mich nach Darmstadt ins Landesmuseum gebracht und kannte einen Haufen Leute dort auf der Kunstakademie. Er hat gesagt, da musst du rein, ja. Und hat mir die Jugendstilvillen gezeigt auf der Mathildenhöhe. Und dann dachte ich, das ist doch das Wirkliche. Das Wirkliche ist nur die Kunst, ja.
Aber auch der Traum ist wieder nicht in Erfüllung gegangen. Und dann habe ich halt doch in diesem anderen Beruf weitergemacht. Und dann kam noch so ein anderer Seelenanteil, dass ich halt dachte, ich will unbedingt reisen. Ich will sowieso weg. Also ich musste ja schon mal weg, immer weg. Und dann bin ich ein halbes Jahr nach Südamerika, habe alle Länder dort abgeklappert, 20.000 Kilometer alleine. Natürlich hatte ich Das für die zwischendurch da meine damalige Zeit auch, Gefährten. entschuldige, das für die Zahlen damalige Zeit sehr Ja, es war beeindruckend. sensationell. Ja, Ich als war Frau sensationell. das alleine zu machen zu dieser Zeit, ist Ja, schon ungewöhnlich. ich wurde da rumgereicht dann irgendwie so als Sensation auf die reichen Haciendas. Erst war ich so bei den Ärmsten im Bahnhofsviertel, $2 Hotels. Zu mehr hat es nicht gereicht. Aber dann bin ich da als Ergotherapeutin entdeckt worden und dann haben sie mich da in die Haciendas wochenlang eingeladen. Und da kam ich wirklich mit 10 Kilo mehr dann da raus aus Chile. Und bin dann zum Schluss noch bis nach, ich bin dann durch alle Länder und auch nach Rio, 3 Wochen Karneval, da habe ich dann wieder abgespeckt, weil dann wollte ich ja mal am besten Bikini da, Copacabana und so. Ja, Es hat klar. dann schon geklappt und Ja. in den ärmsten Favelas habe ich dann Samba gelernt. Ja. Ach, wie schön. Und dann bin ich noch nach Brasilien und dann jetzt kommt ein entscheidendes Erlebnis, absolut entscheidend. Ich wollte unbedingt noch zu diesen Iguazu-Fällen. Ja. Oh, wie Das sind ja schön. die größten Ja. Wasserfälle der Ja. Welt. Und da bin ich ganz alleine tausende von Kilometern mit dem Bus dahin getingelt. Also das waren andere Busse wie hier, keine Komfortbusse. Oh ja, kann man sich vorstellen. Und dann bin ich dahin und dann hatte ich so ein Hotel, also in Anführungsstrichen Hotel. Also es bestand so aus 3 Quadratmeter Bett plus irgendwas, ne, da rein und habe mich auf das Bett gesetzt. Und dachte, es gab kein Handy, nichts. Kein Mensch in Deutschland wusste, wo ich mich da aufhalte. Und dann habe ich mich da reingesteigert und habe gesagt, so, also wenn es sowas wie Gott gibt, habe ja nicht daran geglaubt. Ich war ja vorher mit den Kommunisten in Berlin immer unterwegs, in der FU und hatte nur so Radikalstudenten als Freunde. Und dann habe ich gedacht, habe ich mich so reingesteigert, wenn ich jetzt sterbe? Und man vergräbt mich hier. Dann wüsste ja meine Mutter und niemand, wo ich bin. Und ich bin da so stark reingegangen in meiner Imagination, dass auf einmal in mir ein unglaubliches Licht hochging. Ich weiß nicht, ob das Kundalini war, keine Ahnung. Und dann habe ich so ein Licht um mich gehabt. Und dann wusste ich von dieser Sekunde an, es gibt sowas wie göttliches Licht und Gott. Weil du es direkt erfahren Ja, hast. direkt erfahren. Ja. Ja. Und mit diesem Schein, also mit dieser Kraft, bin ich dann durch die Rotlichtviertel in São Paulo. Mit mir hat keiner was getan. Ja, ich hatte da immer so, dachte, es gibt sowas wie irgendwie wie ein Energiefeld. Ja, Ja. wie so ein Ja, Schutzenergiefeld. und ich habe Ja. da echt, ich bin ins Rotlichtviertel, habe die Rotlichtlampe austauschen lassen, weil ich da ja übernachten wollte. Ich hatte sonst nichts vor. Und Großartig. habe nie Angst gehabt. Ich habe dann nur gemerkt, ich habe nie Angst. Ja. Ja, Und da hätte ich natürlich gerne, wäre ich gern geblieben, aber ich hatte schon meine große Liebe in Deutschland. Also das hat sich schön. einfach gezeigt, dass wir doch zusammen müssen. Und das war mein erster Mann. Ja, wie schön. Ja. Damit wir schon bei der nächsten Frage wären bzw. übergehen können. Dein erster Mann ist mit Sicherheit eine tiefe, schicksalhafte Begegnung. Ihr habt auch die Kinder zusammen, aber welche Schicksalsbegegnungen generell oder Fügungen haben dich deiner Ausrichtung, deiner Berufung und auch deiner Vision näher gebracht? Also das Ja. waren sicherlich schon Erlebnisse, die du beschrieben hast, mit dieser Wahrnehmung des Lichtes, diese Ja. wirklich göttliche Kraft so wahrnehmen zu dürfen als Offenbarung, als Geschenk oder aus dir Ja. heraus das so zu erfahren, ist sicherlich etwas, was dazugehört. Die Begegnung mit deinem Mann, aber was noch, um das noch ein wenig zu vertiefen? Ja, das zeigt dann jetzt schon den Konflikt. Also ich Ja. kam ja zurück, ich bin ja anders hin wie zurück. Ja.
und war jetzt davon überzeugt, dass es etwas gibt wie eine innere Welt oder innere Kraft, von der man geleitet und geführt wird. Mhm. Aber von Engel oder so irgendwas hätte ich da nie geredet. Ja. Ich hatte auch gar keine Literatur oder irgendjemand, der damit mit hätte irgendwas anfangen können. Mhm. Dann kam ich zurück zu meiner großen Liebe und habe aber gemerkt, dass die das alle nicht so sehen. Mhm. Mhm. Und dann kam ja vieles gar in Deutschland, es war so schlimm, also vollkommen glanzlos. Auch die Deutschen, die waren also gegen die Brasilianer oder in Chile, diese tollen, charismatischen Menschen. Und die Deutschen urteilen abscannt, intellektuell. Ja. Und ich habe gedacht, ich komme um, ich muss weg. Ich war todunglücklich, hatte jetzt aber die Liebe da und dann fing der Konflikt an, weil die haben sich auch nicht besonders für irgendwas interessiert, was mich sehr interessiert hatte. Ja. Und dann wurde ich so unglücklich, das war richtig schlimm, also Depressionen eigentlich gekommen. Ja. Und obendrein wurde ich dann auch noch schwanger. Ja. Und dann war ich also in einer Geschichte drin. Ja. Also das war das Gegenteil, wie du anfangs erwähnt hattest, von dem, was du eigentlich wolltest, dieses freie Leben, was du das so genossen hast. Ich habe schon gedacht, als nächstes mache ich Asien. Ja. Ne, so hat man ja immer geredet unter den Backpackern. Was hast du? Ich mache Asien. Ne? Ja. Ja, da war halt nichts. Und dann das Gegenteil davon. Ja. Ein Mann, den du liebst, da war sehr der Gegenpol zu dir, ein Kind, das ist schon eine ganz andere eben. Art zu leben. Das gar nicht die Reife dafür gehabt erstmal, aber es kam ein entscheidendes Erlebnis wieder durch ihn. Er ist nämlich schon eine Schlüsselperson. Ja. Wir haben den Film von Bhagwan im Kino zusammen gesehen. Okay. Ja. Und ich sehe diesen Film und weiß, das gibt auch eine Reise nach innen. Ja. Man kann natürlich um den Globus reisen, genau. Man kann aber auch hineinreisen. Und das hat mich dann ausgesöhnt und dann habe ich mich gedacht, also das möchte ich gerne machen, auch irgendwie so Meditation, das ist irgendwas. Ne? Und das andere war, als mein Kind dann kam, ging es mir dann erst, weil ich natürlich glücklich war, also die ist total die Biomutter, schon damals Getreidemühle. Ich war eine von den Ersten, die da Schnitzermühlen gekauft haben, nur Wolle, Seide, an das Kind rangelassen, die Windeln alle selbst gestrickt. Also ich habe, wenn, dann mache ich es schon ganz, Und sie ist jetzt schwanger, sie macht es auch wieder so, glaube ich. Und dann wurde ich aber wieder so melancholisch, also leicht ausgedrückt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie jetzt eine Therapie machen, sonst bin jetzt noch Mutter. Ja? Ja. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, du, ich würde anfangen zu meditieren. Ja. Und dann habe ich mich in die Meditation einführen lassen. Und die erste Meditation hat in mir ein Licht, schon wieder so eine Lichterfahrung. Ja. Und dann habe ich es übertrieben. Dann habe ich erstmal so jeden Tag und nie ausgelassen. Aber dann habe ich mich noch bei Maharishi in die Cities einführen lassen. Und dann habe ich da bis zu 3 Stunden am Tag das Kind noch nebenher gestillt. Und es war natürlich für meinen ersten Mann schon eine ziemliche Herausforderung. Ja. Ja. Schon ein Gegenpol zu ihm. Ja, genau. Aber andererseits hat er mich wieder in die Kunst geführt. Er hat mich auch mit der Anthroposophie über die Eurythmie in Verbindung gebracht. Schön. Er hatte einen großen Bildungshintergrund und kam aus Stuttgart, wo ja die Eurythmie da so schon damals ganz groß bekannt war. Und dann hat er mir die großen Museen gezeigt, wir sind nach Worpswede gefahren und also dieses Worpswede, also ich weiß nicht, das war total das Déjà-vu, Rilke und Paula Modersohn Becker und all diese Künstler und er hat mir so viel geholfen und er ist sogar als Arzt, er war Kinderarzt, damals Assistenzarzt, ein ganzes Jahr nach Hause, zu Hause geblieben als Kindermann, was kein anderer gemacht hätte, damit Madame auf die Kunstakademie jetzt endlich gehen darf. Schön. Das hat er mir ermöglicht, dass ich in der Klasse dann doch nach Mannheim in die Kunstakademie gehen kann, weil er auch gesehen hat, ich muss das nachholen. Ja, das war wirklich, ich bin ihm so dankbar. Das war sicherlich schicksalhaft und hat
ganz entschieden zu den wunderbaren Gemälden, die hier überall hängen, beigetragen. Und ein großes Talent, aber eben auch dir diese Bildung, diese Schulung noch zu holen dafür. Also schon eine schöne Fügung und Schicksalsbegegnung. Weil wir schon gerade bei der Kunst sind, welche historischen Persönlichkeiten und oder auch welche historischen Epochen haben dich stark beeindruckt und einen entscheidenden Einfluss auf dich und auch auf dein Werk, dein Schaffen ausgeübt? Also zunächst geht die Geschichte nicht so weit zurück, dass man tatsächlich die Worpsveder, die haben eine unglaubliche Magie auf mich ausgeübt, schön, auch die Natur dort, auch der Muttersohn, von ihm habe ich einen großen Bildband. Aber auch, ich glaube, so erstmal waren es so Leute wie Munk, die Expressionisten. Das habe ich alles in mich aufgesogen. Ich habe das alles irgendwie versucht zu studieren, zu lernen. Ja. Und durch die Familie meines ersten Mannes bin ich mit der klassischen Literatur in Verbindung gekommen. Ja. Da war das alles voller Bücher. Schön. Und dann dachte ich, genau, das muss ich auch noch machen. Ja. Da hatte ich zu wenig Wissen. Und habe dann angefangen, wirklich sehr viel Literatur zu lesen. Schön, schön. Gab es da irgendwelche Lieblinge? Ja, erstmal eben über die Worpsveder bin ich dann immer weiter. Rilke, und dann liest man ja die Biografien von den Künstlern. Dann kommt man natürlich nach Paris. Ja. Ne? Und dann ist man schon mittendrin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie konntest du diese deine äußeren Ausbildungen, Studien mit deiner inneren Entwicklung in Verbindung bringen? Denn du hattest ja beides. Du hattest diese inneren Erfahrungen sehr intensiv auch über die Meditation, dann diese Studien zusammen. Wie hat sich das gegenseitig beeinflusst, befruchtet und was ist das Bindeglied, das Entscheidende für dich zwischen diesen, all diesen Bereichen? Die Meditation, die TM-Bewegung, da habe ich dann zum Beispiel über einen Heiler so das intuitive Malen kennengelernt. Der hatte so ätherische Formen gesehen. Ja. Und da habe ich dann eine ganze Ausstellung dazu kreiert. Schön. Er konnte zum Beispiel, nehmen wir mal das Wort Anmut, das konnte er ätherisch, hat er einfach so Linien gemacht. Ja. Ähnlich wie der Pukatschnik zu Geometrie, so hat er das zu seelischen Formen gemacht. Und, aber das war natürlich eine ganz andere Ebene, wie jetzt richtig das akademische Malen lernen. Also es war immer so beides. Ja. Also ist es in deine Arbeit auch mit eingeflossen zum Teil oder weniger oder beides? Ja, oder ich habe dann mal das einfach gemacht. Ja. Und er konnte zum Beispiel, dieser Heiler, sehr gut Klavier, also der hat am Flügel einfach Beethoven gespielt, das hat mich unglaublich bewegt. Ja. Also die Musik direkt am Flügel von Beethoven, das nimmt mich sofort ein für einen anderen Menschen, der Klavier spielen kann. Ja. Ich kann sie inzwischen selber auch. Ja. Aber mit meinem ersten Mann, das ging dann eben aus diesen spirituellen Gründen nicht. Da waren so unterschiedliche Anschauungen. Ja. Also impfen ja, impfen nein. Also es war immer so ein bisschen Kriegsstimmung. Ja. Und ich war extrem konsequent damals. Also schon große Liebe. Und hatte aber auch, wir hatten ja so akademische Freunde. Ja. Und für die war ich natürlich sehr exotisch. Man hat wahrscheinlich geschmunzelt. Weil ich war der Ansicht, wer nicht meditiert, hat gar keine Chance, sich zu entwickeln. Ja. Gell? Und hat aber dann doch so Wirkung hinterlassen, weil wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin und ein Freund von uns war der Zahnarzt, hat eine renommierte Zahnarztpraxis in Heidelberg gehabt, der war noch jung. Und dann hat er gesagt, du, ich müsste dir jetzt eine Spritze geben, weil es tut weh. Dann habe ich gesagt, du brauchst mir keine Spritze geben, ich meditiere. Okay. Ich habe gesagt, also gut, Angelika. Mutig. Also wenn es dann so wäre, dass du doch eine brauchst, gibst mir ein Zeichen. Ja, wir können ja mal anfangen. Ja. Dann habe ich meinen Mantra genommen, jetzt die grauenhafte Behandlung hinter sich gebracht. Ich habe es wirklich geschafft über Selbsthypnose. Wow. Hinterher
hat er sich in die Meditation einführen lassen. Respekt. Vegetarier geworden und bis heute noch Buddhist. Also. Na, das war es auf jeden Fall wert. Der Mann wird dir Zeit deines Lebens dankbar sein. Es hat sich gelohnt. Ja. Definitiv. Nein, wunderbar, wunderbar. Aber es zeigt auch, welche Kraft doch der Geist auch über den Körper und über die Materie hat und haben kann, wenn wir es zulassen und richtig anwenden. Es ist wirklich ein wunderbares Beispiel, was du bringst. Großartig. Womit ich gerne übergehen möchte zum nächsten, denn im Grunde genommen ist es ein einziger durchgehender Prozess, dein Leben, so wie du es beschreibst, aber auch heute stehst du mitten in Prozessen und Projekten. Welches sind denn bis heute die zentralen Merkmale deiner künstlerischen Arbeit, wo du sagst, das zieht sich so bis heute durch und ist bis heute etwas ganz Wichtiges, Zentrales für dich, denn du hast ja auch diese Kombination und beides eben, das Spirituelle, das Geistige, was dein Schaffen beeinflusst und umgekehrt. Was sind so diese zentralen Merkmale für dich? Also ich glaube eigentlich, den Menschen zu verstehen und die Kunst ist da ein Mittel. Mhm. Ja, und ich habe durch die Kunst einerseits die Möglichkeit bekommen, mich bis in die Prähistorik zurückzuarbeiten, weil ich da eben diesen prähistorischen Expressionismus entwickelt habe. Das kann man dann in einem extra Film auch sehen. Mhm. Und dieses künstlerische Erarbeiten der Frühgeschichte, also indem ich da eben diese vielen Bilder dazu gemacht habe, das hat mich in eine Lage versetzt, die ganz unwissenschaftlich ist. Ja. Und ich habe quasi das Ganze nochmal gemacht. Und dann war ich manchmal wie drin in diesen Urkünstlern. Also heute ist mir natürlich klar, dass unsere Ahnen waren wir ja oft selbst auch. Ja. Ja, wir haben uns auch schon ein paar Mal inkarniert. Ne? Ja. Aber das hat mich dieser Welt so, da habe ich mich so hinein gebeamt. Ja. Also das ist mir alles so vertraut, bis ganz zurück. Und dann natürlich durch Rudolf Steiner bin ich noch weiter zurück in die Akasha-Chronik und oder auch durch die Theosophen bis in die Ur-Ur-Ur-Weltentwicklung, bis dann die Menschen kommen und anfangen, künstlerisch sich zu betätigen, ganz unschuldig. Dieser magisch-mythische Fluss und wie sich das dann durch die ganze Menschheitsentwicklung zieht. Ja. Und dann, das ist ja ein bisschen wie Goethe sagt, wer die Geschichte nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Ja. Wer sich aber mit der Geschichte auseinandersetzt, der sieht dann irgendwann sogar die Zukunft ein bisschen. Ne? Und das ist bei mir ein bisschen der Fall. Ich musste dann unbedingt nach Dubai, da wo ich wusste, also wenn ich Futuristisches suche, dann nur da. Okay. Und dann habe ich von der Prähistorik musste ich dann ins futuristische Dubai, um den Bogen endlich mal zu spannen. Ist das für dich so der Inbegriff des futuristischen Dubai, weil du sagst, dann nur da? Von der Architektur, und es hat mich auch überzeugt, was dort gemacht wurde. Also zumindest mal nicht so viele rechte Winkel wie hier in der Architektur. Das ist immer schon mal sehr inspirierend gewesen, wobei wir eigentlich auch schon wieder mitten in den nächsten Punkt gerade übergehen können. Sehr spannend. Dein Umfeld und die Öffentlichkeit reagieren ja auf deine Schöpfungen. Wie sehen diese Reaktionen aus und inwiefern beeinflussen auch diese Reaktionen wiederum dich oder geben dir Impulse für dein weiteres Schaffen? Du sagst es Dubai, was noch? Das ist ja auch so, wie du das beschreibst und klingst, beeinflusst sich das gegenseitig und hat das ja schon auch eine Wirkung auf dich. Auch die Reaktionen in Ausstellungen und all die Erlebnisse, die du dort hast, die Reaktionen auf deine Kunst, auf dein gesamtes Schaffen. Und ich würde mir sagen, eigentlich kann man dein ganzes Leben wie ein großes Kunstwerk betrachten, wie eine Gesamtschöpfung. Ja, so wie du es beschreibst und wirklich in dieser urschöpferischen Energie sein, die sich entwickelt, entfaltet, die Evolution und die Eigenevolution quasi. Ja, gut, drückst du das aus. Sehr schön, ja.
Was beeinflusst dich und inwiefern? Und was gibt dir hier vor allen Dingen Impulse auch von diesen Reaktionen auf dich, die du in dein weiteres Schaffen wiederum mit einfließen lassen kannst oder möchtest? Ja, also essentiell würde ich sagen, dass man Menschen durch fast nichts so intim kennenlernt wie durch die Kunst. Also da wird in einem Menschen eine Ebene quasi, das ist so, entweder ist es ein ganz runder Punkt, ja, oder es ist das, wo man ihn ganz kriegt. Ja. Aber dieses so wie, klar, wenn mir jemand was aus einem gewöhnlichen Beruf erzählt, das hört man sich so an. Ja. Aber als Künstler ist man immer im Spannungsbereich. Ja. Und zwar, ich würde, wenn ich sagen würde, ja, was denn, positiv oder negativ? Ja. Dann würde ich sagen, okay, ich lege mal beides auf die Waage. Ja, genau. Und ja, ich wüsste nicht, was schwerer wiegt. Ja. Ja. Und das ist das Grausame, was man als Künstler erlebt. Ich glaube, es gibt kaum grausamere Erfahrungen als die, als Künstler. Ja. Ja. Also so schöne, unglaubliche Erfahrungen, wo ich denke, das ist, ja, ja, das ist unfassbar. Ja. Und dann wieder die Hölle eigentlich. Ja, also, ja. Es ist beides, aber es ist dann auch gerade dieses Spannungsfeld, oder was dann wieder eine Kraft in sich birgt, etwas Neues zu schaffen, etwas Neues daraus zu machen, oder? Ja, du sagst es. Aber du, manchmal nicht kampflos, oder? Nee, nein, nein. Also meine Mutter hat gesagt, du musst ja ein Stehaufmännchen sein, anders geht es ja gar nicht. Ja. Ne? Ja. Ja. Also ich glaube letztendlich, wie heißt es so schön, die Feinde sind eigentlich die, die dich stark machen oder so irgendwas. Ja, ja. Ja, also da braucht man schon ein bisschen so eine Overview, sonst kommt man da nicht hin. Ja. Weil es oft ja gerade die sind, die Gegenspieler, die einen dahin gebracht haben. Man stellt sich der Konkurrenz oder man stellt sich den Herausforderungen und dann wird man eigentlich nur besser. Ja, man muss ja beständig an sich arbeiten, oder sonst? Ja. Sonst, man darf den Anschluss nicht verlieren, auch an sich selber und auch generell. Ja, ja, ja. Ich meine, ich kenne Künstler, die sind so hervorragende Künstler, aber die haben Sätze zu mir gesagt wie, Angelika, ich würde am liebsten alles in einen Container reinschmeißen und den abtransportieren lassen. Ja, ja. Weil die Menschen einfach heutzutage, also wirklich stundenlang in ihrem Kuchen darum stochern können, aber das Kunstwerk nebendran haben sie während der ganzen Zeit nicht bemerkt. Ja, das bemerkt man manchmal auf Vernissagen, das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt die Handvoll wirklich interessierter Menschen, das ist so eine Freude und Wohltat, die zu finden, die sich dann auch mit den Künstlern unterhalten über die Werke. Man ist wirklich, man kann ins Betrachten versinken und auch in dieses Universum, was sich dort auftut. Und dann gibt es die anderen, die halt einfach gerne den sozialen Event genießen, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Häppchen, ein bisschen Wein etc. Man war auch da und wurde gesehen. Klar, diese Menschen haben wir auch immer dabei, aber ich denke oder hoffe oder wünsche mir zumindest, dass es trotzdem irgendeine Wirkung hat, dort zu sein, auch wenn sie es vielleicht nicht so bewusst wahrnehmen. Oder wie geht es dir da? Wie siehst du das? Mir ist irgendwann mal klar geworden, dass ich auf der Ebene nicht mehr weitermachen möchte, die Leute mit Prosecco bedienen und schönen Bildern. Und vor allen Dingen damit, also ich würde mal sagen, unsere Investition, was Kunst betrifft, da könnte man, meine Kinder haben manchmal das in Pumaschuhen ausgerechnet, was wieder für die Kunst ausgegeben wurde. Also mein Sohn 16 Jahre alt war, so Mama, du, also jetzt musst du dafür Kino, musst du so viel Geld aus. Da hätte ich mir jetzt 50, ich habe es mal ausgerechnet, 50 Paar gute Pumaschuhe. Ja. Ja, Kinder denken so. Heute sehr denken praktisch. Sie Gott sei Dank etwas anders. Aber echt, habe ich mich davon echt verabschiedet. Ja. Nicht unbedingt aus einem Groll heraus, aber aus den vielen, unendlich vielen Erfahrungen. Weil wenn man meine Agenda anschaut, also das sind schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Ausstellungen gewesen. Und auch, ich habe die reichsten Menschen kennengelernt. Ja. Also so unglaubliche Persönlichkeiten. Und dennoch
hat mir irgendwie, natürlich, die Erfahrungen sind wundervoll. Ich würde ja hier gar nicht sitzen, wenn das nicht so wäre. Ja. Sie haben mich aber, das Ganze hat mich dahin geführt, dass ich irgendwann mal wusste, das Ganze muss auf eine andere Plattform. Und seit 15 Jahren werde ich von meinen inneren Meistern auf eine Aufgabe vorbereitet. Ich habe die dann irgendwann Ja. so zumindest nebulös erfasst, dass ich noch mal eine andere Aufgabe habe. Und ich hatte früher eine eingeweihte Lehrerin, also eine große Eingeweihte. Sie ist Schön. inzwischen in der geistigen Welt tätig. Ja. Und sie hat mich gesehen damals. Ich bin immer wieder zu ihr, habe ihr auch im Haushalt hin und wieder geholfen. Ja. Und sie hat zu mir gesagt, Angelika, zwei Sachen hat sie zu mir Ja. gesagt. Als sie mich das erste Mal gesehen hat, da war ich, weiß ich nicht, 30, 28, 30, genau. Und dann sagt sie, du gehörst zu den Menschen, die nicht nur das eigene Leid erfassen und spüren, sondern ans Weltenleid angeschlossen sind, an das Weltenleid. Ja. Das war der eine Punkt. Und bei einem anderen Mal hat sie zu mir gesagt, du hast dir sehr viel vorgenommen, das sind in diesem einen Leben fünf. Ja, Ja, das, das wenn ist, man da ist Tempo drin, ne? das kann man sagen, wenn man es Vor allen Dingen habe ich betrachtet. oft gemerkt, also auch zum Beispiel, mein Mann ist ja Waldorflehrer, mein zweiter, Ja. und wir haben dann 10 Jahre mit den Kindern Golf gespielt. Da habe ich immer gesagt, du bist der einzige Waldorflehrer, der Golf spielt. Weil Super. es ist diese Schön. Spannbreiten, Ja. ja. Und oft konnte man von der einen Epoche in die Ja. nächste nicht mehr mit rübernehmen. Genau, Außer genau. natürlich die Kinder, die haben Genau. es echt geschafft, mit Genau. uns zu gehen. Ja, genau. Wobei wir auch schon wieder ein bisschen mit einem Bein in der nächsten Frage sind. Was ich ganz wunderbar finde, deine künstlerischen Werte und deine künstlerischen Prozesse durchlaufen ja immer, so wie du es beschreibst, Veränderungen und Metamorphosen. Welche vergangenen und auch welche künftig zu erwartenden kannst du beschreiben und was bedeutet für dich der Begriff Metamorphose, denn eigentlich ist es alles eine ständige Wandlung und ein ständiges Erweitern und wie du jetzt beschreibst, so eine Bandbreite, also das ist ja nicht nur eine Metamorphose, sondern das ist eigentlich eine einzige große mit vielen Bereichen oder Segmenten. Wie ist das für dich? Magst du es noch einfach ein, zwei Sätze dazu sagen? Wie Ja. empfindest, was bedeutet der Begriff Metamorphose auch für dich in dem Kontext, in dem Ja. Zusammenhang, wenn du Also resümierst? Metamorphose bedeutet immer sterben, Ja. um neues Wachstum Ja. zu ermöglichen. Also es Ja. muss immer was in einem sterben. Ja, Ja. tut weh, ja. Ja. Aber sonst gibt es keine Geburt und kein Ja, Leben. genau. Und das ist ja auch das Wunderbare. Und jetzt am Ende, also wenn man vielleicht das mal greifbar machen möchte, würde ich sagen, habe ich da noch mal vor ein paar Jahren was ergriffen. Das ist dieses Airbrushing auf Ja. großen Formaten. Ja. Und da habe ich irgendwas ins Visier genommen. Ich habe da natürlich auch schon viel gemacht. Ja. Viel ist es vielleicht nicht. Ich bin da auch noch ein Schüler. Ich bin da auf dem Weg. Ja. Ich komme der Sache noch nicht so ganz auf die Spur. Ja. Es geht mir darum, das Astrale in den Menschen, die Ja. Gedankenformen, Ja. das zum Beispiel, wenn ich jetzt spreche, ich bewege ja ständig und auch Ja, du, genau. die Farben in uns, Ja. die Strukturen. Ja. Und inzwischen nehme ich das ja auch in einer gewissen Weise hellsichtig wahr. Und das würde ich gerne, also es wäre wirklich mein Wunsch, dass ich noch diese Reife bekomme und diese technischen Fähigkeiten, das auf die Leinwand zu Das projizieren. bildlich darzustellen. Ja, also Ja. leichter ist es dann digital, habe ich ja viele Ja. Bilder schon gemacht, aber auf der Leinwand ist halt etwas Statisches Ja. und wir haben es hier mit nichts Statischem zu Ja, tun. ja, Ja. ja. Und trotzdem würde ich gerne noch so eine Kunst machen, die die Menschen dazu anregt, zu erkennen, dass wir ein unglaubliches Wesen sind aus so vielen Ja. Wesensteilen und das ist Ja. eben nicht nur der physische Genau. Körper. Ja? Genau, Wir nehmen genau. vor allen Dingen die Ausstrahlung einem Ja, anderen Menschen wahr genau. und die Energien. Ne? Ja. Eine tut mir sehr gut. Ja, Ja? danke. Und Das ist das sehr schön. ist, Danke dir für ja, deine eben. Lebensart. Das ist so wundervoll und naja, aber du kannst dir vorstellen, dass es das nicht einfach ist. Ja, Ja. ja, ja. Aber es ist so, du hast ja auch verschiedene Schaffensepochen
in deiner ganzen Kunst, in der Malerei und auch sonst in deiner Entwicklung, es sind ja auch dann oft so Phasen, in denen man den Schwerpunkt hat. Jetzt bist du im Airbrushing so immer mehr bewandert und steigst immer tiefer ein in diese technische Art zu arbeiten auch und das, was du ausdrücken willst, damit auszudrücken, diese Schönheit. Und die anderen sind so vielfältige Weisen. Ist es schon immer ein bisschen auch mit Abschluss so einer Phase, einer Periode, wie eine Metamorphose, die damit einhergeht, auch der Entwicklung, oder? Ja. Könnte man schon so sagen. Ja, also ich habe ja sehr viel therapeutisch auch gearbeitet. Das haben wir gar nicht erwähnt. Also ich habe Tausende von Therapiestunden gegeben im Laufe meines Lebens. Ja. Einmal mit Kindern, viele verhaltensauffällige Kinder und dann aber auch mit Erwachsenen. Ja. Und die Malerei, die ich da noch nebenher entwickelt habe, da musste ich meinen Weg ganz alleine gehen, weil ich irgendwas verfolgt habe, wo ich keine Gefährten habe. Da brauche ich in keinen Kunstverein gehen oder sonst irgendjemanden, der mir dann irgendwie sagt oder rum-interpretiert. Ich bin es nur mit meinem Mann und meiner Familie gegangen, ganz separat. Ja. Und da habe ich das mit den Pigmenten auch entwickelt, dass man eigentlich zu einer ganz anderen, noch viel ätherischeren Malerei kommt, wenn man, wie die alten Meister, die Pigmente anrührt, vielleicht mit Bienenwachslasurbindung oder Caseinbinder. Und wenn man die Farben so selbst macht und dann mit diesen Farben auf der Leinwand viele Schichten malt, also manchmal kann man ja auch schneller malen, aber das so anlegt. Und ganz bewusst ist es mir geworden, dass man damit ein auch Aurafeld um das Bild schafft. Ja. Als in Abu Dhabi hatte ich eine Ausstellung im Etihad Tower und da kam dann eine Engländerin, die, ich vermute, sie war eine Heilerin. Ja. Und dann hat sie meine Bilder gesehen und hat mir gesagt, um meine Bilder wäre eine Aura herum. Mhm. Ja. Schön. Und dann dachte ich, das kommt daher, weil ich nicht aus der Tube Acryl, ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied, Schön. Schön. Nur mal kurz dazu. Schön. Es ist so ein reichhaltiges Leben, so vielfältig in jeder Hinsicht. Im Rückblick erscheinen uns ja darin gewisse Erkenntnisse, Weisheiten und auch innere Wahrheiten. Und das ist wirklich ein reiches Erleben, so wie du es beschreibst und wo du sehr vieles gefunden hast und auch immer noch in diesen Prozessen bist. Welche fallen dir spontan ein? Welche sind dir besonders wichtig? Es sind ja unendlich viele, auch was du beschreibst, aber welche sind dir besonders wichtig? Welche fallen dir spontan ein? An Erkenntnissen, an Weisheiten, an inneren Wahrheiten. Also ich habe gerade gestern von dem Heinz Grill in einem Buch gelesen über den Thema Der kosmische Mensch. Ja. Das ist ein wunderbares Buch. Und das ist so eine große Weisheit. Das muss wirklich jeder von uns wissen, ob man spirituell ist oder nicht. Ja. Wir brauchen ständig den Fluss der Veränderung. Wir brauchen ständig diese Inputs und wir sind ständig kreative Wesen. Also so wie man steigt niemals in irgendeiner Legende oder so, heißt es, man steigt niemals in den gleichen Fluss. Ja, ja, ja. Ja. Und so, am besten stellt man sich gleich dem, dass alles zerrinnt und alles kommt. Diese, wie bei diesen Fraktalen oder wie bei den Mandelbrotschen Bildern. Ja. Alles, was ich entwickle, vergeht auch wieder. Ja. Was bleibt, ist nur das göttliche Erkenntnislicht, würde ich es jetzt mal nennen. Und was wertvoll ist, ist, wenn ich meine Werte so gelegt habe, dass sie der Welt dienen. Also. Ja. Was für ein schönes Zitat, was für ein schönes Bild, das du uns hier gegeben und geschenkt hast. Sehr schön, sehr tief und sehr berührend und sehr weise. Ja, danke. Das ist wirklich eine universelle Weisheit, wie du hier beschreibst. Sehr schön, danke dir. Danke. Würde ich gerne zur letzten Frage kommen. Kannst du uns deine persönliche Vorschau und die der Weltenentwicklung beschreiben? Was ist sozusagen für dich deine Rolle in diesem Bühnenstück, in dieser großen Evolution, das hier auf der Welt stattfindet, das unsere Erde heißt? Ja, bedeutende Frage. In,
jedem Menschen steckt der große Schöpfergeist, ja, und Christus selbst kann sich in uns verwirklichen. Mhm. Gott ist nicht außerhalb und für alles verantwortlich, ja. Und er macht auch nicht alles gut, wenn wir mal sterben. Wir müssen selbst aufräumen im Kamaloka, und wir müssen uns auch den Devachan selbst erarbeiten, also das, den Himmels, das Leben Himmelslicht. Und dazu sind wir da, um uns zu klären und uns aufzuräumen und unsere Schwingung ständig zu erhöhen. Und wenn unsere Schwingung sich erhöht, dann ziehen wir resonanzmäßig auch wieder die höheren Schwingungen an. Ja. Und wenn das immer mehr Menschen machen, dann wird, dann wird die Welt auf immer eine höhere Frequenz kommen. Ja. Und dann gehen wir noch zu unserem Planeten. Ja. Der geht auch durch Inkarnation, die Mutter Erde geht auch durch Inkarnation, und sie braucht uns Menschen. Ja. Erhöhen wir die Schwingung, erhöht sie die Schwingung, und wir arbeiten irgendwann mal endlich zusammen, was wir im Moment gar nicht tun. Ja, aber es werden immer mehr Menschen, so bewusst wie wir das zu werden, versuchen. Wir sind ja auch nur kleine Mikroteilchen. Wir lernen. Genau. Ja. Und wir wollen natürlich auch mit diesem Sender so viele Menschen dazu inspirieren, dass sie das Gleiche tun, sich jeden Tag veredeln, weil hellsichtig wird man nicht auf Knopfdruck und auch nicht mit der Technik, nur mal sowieso und von hier an sowieso in dem Kurs, sondern hellsichtig wird man nur durch die Veredelung des eigenen Wesens. Wundervoll ausgedrückt, wundervoll beschrieben. Und ich denke, dass hier dieser TV-Sender Art Dommage ist eine ganz wichtige Plattform und ein wichtiger Baustein, der ganz auf ganz feine, schöne Weise, ohne erhobenen Zeigefinger, indem ihr die Vielfalt, die Schönheit der geistigen Welten, der Kunst und all dies hier präsentiert und diese Plattform bildet und auch den Zuschauern einen wirklich umfassenden Eindruck hier an Personen, Persönlichkeiten und Schaffen verschafft. Das ist eine wunderbare Arbeit, die ihr hier tut. Vielen Dank auch Danke dafür. Auch. Ich finde das ganz groß, was ihr hier inszeniert, im besten Sinne des Wortes. Du hast vorhin schon erwähnt, es gibt Filme, Videofilme auch über verschiedene Bereiche deines Schaffens. Und es wird im Anschluss an dieses Interview einen Link hier unten geben. Korrigiere ich mich bitte, wenn ich es falsch sage, aber es wird einen Link, einen Hinweis geben, wo man und wie man diese Videos ansehen kann. Und auch die anderen Interviews und Beiträge sind sehr spannend. Liebe Zuschauer, können wir Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Es sind sicherlich die einen oder anderen Sachen dabei, wo Sie sagen, ja, es interessiert mich weniger, aber bestimmt auch immer wieder Beiträge, wo Sie sagen, das ist ganz spannend und da kann ich für mich auch wirklich was mitnehmen, was mein Leben bereichert und was spannend und interessant ist. Ja, dann hätte ich noch die Frage, ich sitze hier mitten in deinem wunderbaren Atelier mit dir, was man hier jetzt nicht sieht im Film, aber außenrum hängen die Wände voller schöner Bilder. Gibt es denn dein Werk auch käuflich zu erwerben? Und wenn jemand Interesse hätte und sagen würde, Mensch, jetzt habe ich so viel gehört und zwar auch Filme gesehen, aber ich würde gerne mal live ein paar Bilder mir angucken, oder gäbe es denn auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Auftragsarbeit an dich zu vergeben und zu sagen, ja, bist du offen für sowas oder sagst du, nein, ich bin nur Malerin für mich und mache nur, was aus mir herauskommt? Wie ist das für dich? Einer meiner großen Träume, der ist leider viel Traum geblieben, ich habe schon einiges verwirklicht, aber nicht genug, das sind die direkten Wände zu bemalen. Also da gehe ich auch davon aus, dass es in absehbarer Zeit gar keine solchen Bilder mehr gibt in der Menschheit, sondern die künftige Architektur wird innen, die Räume werden bemalt werden. Ja. Das habe ich in die Zukunft gesehen. Ja. Das würde ich gerne machen, also Wände bemalen, also in Absprache mit dem Auftraggeber natürlich, mit Naturpigmenten vor allen Dingen. Ja. Und natürlich Airbrushing-Bilder, natürlich, da auch, ja, das ist so ein Thema. Und die anderen Sachen, klar, ich habe ungefähr 1500
arbeiten. Ja. Nicht alle sind hier, weil ein Teil ist in China, ein Teil ist in den Emiraten. Du hast ja überall Ausstellungen laufen auch noch, immer noch. Ja, genau. Und jetzt haben wir eigentlich noch, glaube ich, Zukunft in Australien und in Neuseeland. Ja. Was sich da, wird sich einiges entwickeln. Ja. Aber natürlich gibt es uns hier. Ja. Wir haben auch vor, nächstes Jahr einen Kongress zu machen. Schön, spannend. Und das werden wir dann auch mit Bilder, Betrachtungen und solchen Dingen verbinden. Sehr spannend. Es bleibt weiterhin spannend, liebe Zuschauer. Es bleibt spannend. Ich finde es absolut unterstützenswert, wenn Sie das Projekt unterstützen möchten. Wenden Sie sich an Angelika und Rainer Dahlhaus. Sie werden mit offenen Armen und Freuden empfangen und des Übrigen jedes Like, jedes Abonnement des Kanals ist auch schon eine kleine Form der Unterstützung und wir würden uns natürlich sehr freuen und es war mir ein absolutes Vergnügen, eine Freude und Ehre, dieses Interview heute mit dir führen zu dürfen und möchte mich an dieser Stelle mit einem herzlichen Dank an dich, Angelika, für eure Arbeit, auch an dich, obwohl man dich nicht sieht, lieber Rainer. Und dann euch für diese wunderbare Arbeit verabschieden und freue mich auf die weiteren Fortsetzungen auf Art Dommage TV.